Hallo. Wisst ihr, das ist Ian Wilshire. Nun, vor etwa 2 Jahren habe ich ein Video herausgegeben. Und dieses Video heißt, warum Ausländer so schlecht Deutsch sprechen. Ja, sehr viele Leute haben mich natürlich missverstanden. Sie haben gedacht, ich mache Ärzte oder ich bin ausländerfeindlich oder, naja, ist völlig egal. Auf jeden Fall wollte ich das hier ein bisschen berichtigen. Seht ihr, ist es doch völlig egal, wenn ich selber Fehler mache. Ich spreche ja Deutsch, oder? So ist es völlig egal, wenn ich meine Fälle falsch habe oder so oder so oder so. Jedenfalls habe ich gesagt, Ausländer sprechen schlecht Deutsch, nicht weil Ausländer faul sind. Vielleicht fehlt es an Motivation, wer weiß. Man versucht ja, die Sprache hier in diesem Lande zu sprechen. Ach ja, die deutsche Sprache. Und ich bleibe dabei. Man wird dann auch ständig korrigiert. Und kein Mensch möchte immer korrigiert werden, wenn er oder sie sein Bestes oder ihr Bestes versucht, die deutsche Sprache zu beherrschen. Es ist ja keine leichte Sprache zu sprechen, oder? Selbst richtige Deutsche machen auch Fehler. Gut, wenn man so hört, dann stellt man auch fest, dass viele Leute Fehler machen. Aber keiner wagt es, diese Leute zu korrigieren, weil man könnte meinen, vielleicht sprechen sie einen Dialekt. Und wenn jemand Dialekt sprechen, können sie auch mal ruhig mal einen Fehler hier oder dort machen. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist Folgendes: Lass uns tolerante sein. Okay? Wenn jemand Fehler macht, ist auch egal. Wenn er sich verständlich machen, er macht sich verständlich, er kann das ausdrücken, was er denkt, dann reicht es doch. Es reicht völlig. Wenn man irgendwas will und man sagt es irgendwie und man wird verstanden, das ist auch okay, ist in Ordnung. Wir sollten nicht immer so intolerant sein und Fehler von anderen Leuten nicht akzeptieren. Lass die Leute ruhig Fehler machen, das ist doch in Ordnung. Die Engländer, die lassen zu, dass Leute, die nicht Englisch sind, Fehler machen und dann sagen sie, oh, what good English are you speaking? Das heißt, sie versuchen die Leute zu motivieren. Und das tue ich ja auch. Ich unterrichte Deutsch und ich motiviere Leute, sagen, ja, solange du verständlich sprichst und solange du alles verstehst oder fast alles verstehst, was andere sagen, ist doch in Ordnung. Und du kannst so eine Perfektionistin mutieren, wenn du willst. Das stört keiner. Aber was ich jetzt hier sagen möchte, ist ganz einfach. Lass uns tolerante sein. Heute haben wir viele Probleme mit Flüchtlingen und so weiter, mit Leuten, die fremd sind, Leute, die vielleicht so aussehen wie ich. Und wo man dann sagt, ah ja, der ist Ausländer. Gut, ich war mal Ausländer gewesen. Es liegt viele, viele Jahre zurück.
Aber inzwischen habe ich so einen Ausweis und dieser Ausweis besagt, der Inhaber dieses Ausweises ist deutsch. Also lassen Sie Dinge erstmal ganz klarstellen. Egal wie ich aussehe, ich bin deutsch und ich stehe mein Mann in diesem Lande. Und ich stehe dazu, auch Fehler zu machen. Aber ich liebe nun mal dieses Land. Wisst ihr warum? Es ist eine Demokratie. Ich kann mich hier entfalten. Ich kann mehr oder weniger sagen, was ich will, ohne verfolgt zu werden. Nur ich darf andere Leute dann natürlich auch nicht beleidigen. Volksverhetzung ist ja natürlich eine kriminelle Straftat, also das tue ich auch nicht. Ich sage nur, lass uns alle tolerant sein gegenüber einander und lass uns die positive Charaktereigenschaften anderer Leute akzeptieren und nicht denken, das ist hier fremd. Und ich möchte dazu beitragen, dass wir integrative arbeiten und damit umgehen können, dass andere Leute hier sind, die nicht so aussehen, blond, blauäugig, wie ein richtiger Arier. Nein. Viele Leute, die hier leben, können so aussehen wie ich. Und sie haben sich festgelegt, in diesem Lande zu leben, ihr Leben bestmöglich hier anzupassen. Zum Beispiel, ich habe mich hier völlig angepasst, irgendwie. Wenn ich überlege, ich esse auch Currywurst mit Pommes, zum Beispiel. Trinke auch gern Kölsch oder sonstige Biersorten. Und ich glaube, meistens bin ich pünktlich und meistens oder ich versuche ja zuverlässig, unverlässlich zu sein. Und ab und zu mal singe ich auch deutsche Lieder. Also habe ich mich hier völlig integriert. Und ich lade jedem dazu ein, die hier sind, die sind viele sogenannte Migranten und Ausländer, einfach das zu tun und die Gesetze hier in diesem Lande einfach zu respektieren. Ganz einfach. Egal woher ihr kommt. Egal, wer von welcher Nation oder Staaten ihr seid, respektiere einfach die Gesetze dieses Landes. Und das tue ich. Und ich sage jedem, der hier lebt, wenn man in Rom ist, tut man, was die Römer verlangt. Also wenn man in Deutschland ist, naja, spricht man halt die Sprache. Und auch wenn man Fehler macht, es ist nicht so schlimm. Lass uns tolerante zueinander sein und lass uns akzeptieren, dass es unterschiedliche Menschen in diesem Lande gibt oder geben. Oft werde ich gefragt, mein lieber Jan, was für Landsmann sind Sie? Und ich kann nur antworten, ich bin Deutscher. Nein, 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 nein. Bevor du Deutsch warst, was für Land, das ist auch völlig egal, das ist auch scheißegal. Ich bin nun mal hier in Deutschland und ich stehe zu diesem Land. Und ist egal, was ich war, ist alles Vergangenheit. Ich bin nun mal hier. Also, wenn du jetzt fragen willst, was für Landsmann bin ich, kann ich ja nur antworten. Ich bin Deutscher. Also einen guten Tag wünsche ich euch und versuche einfach zu sprechen. Deutsch zu sprechen. Ciao.